Was war euer peinlichster Moment? Ich weiß nicht, ob ihr den ad hoc parat habt, aber fällt euch irgendwas ein spontan? Ich habe mal Support bei Haiti gespielt. Halt, stopp! Ich will jetzt gerne den Freestyle Ach so, hören. Kriegen wir Freestyle, das okay. Dancen. Die Freestyle Herzlich willkommen zur Dancen Freestyle Show. Wir sind gespannt wie frisch aufgespritzte Botox-Lippen, denn wir haben zwei richtig geile Gäste da. Ich wollte nicht wie ein Flitzebogen sagen, das sagen alle. Du musst mal an Patterson und Findus denken bei Flitzebogen. Stimmt, ja, irgendwie schon. Wie dem auch sei, aus der Hauptstadt des Nordens, aus Hamburg, laut Spotify 42 Jahre alt, wir glauben das einfach mal so. Herzlich willkommen, Jace. Oder auch Jacek. Je. Grüß euch doch erstmal. Bruder Jacek. Und was geht? Aus der regulären Hauptstadt, aus Berlin, da für uns, Savi, herzlich willkommen. Das bin ich, danke, schön, dass wir hier sein dürfen. Tschö. Ja, geil, dass ihr da seid, so rum. Ey, wollt ihr direkt Riffig. Einen Vorstellungstrack machen mit uns zusammen, wo ihr einfach erzählt, wer ihr seid? Let's go. Ich bitte darum. Let's do this. Wollen wir den Beat gleich nochmal spielen? Habt ihr schon mal auf so einem Techno-Beat gefreestylt? Ich habe auf jeden Fall ein funky Hemd an. Ich bin bereit, okay. Es funky werden zu lassen. Ja, dann wird's funky, oder? Dann spielen wir es einfach nochmal genauso. Nein, auf keinen Fall, Alter. Aber funky ist cool. Okay, funky. Fuck shit. Wenn es sein muss. Mein Name ist Jacek, ich bin 42 Jahre alt und ich bin mit der Staatsgewalt nicht down. Ey yo, du kannst mich glauben, Digga, oh, jetzt singen sie auch noch. Ey, ey, ich bin der King immer noch, yeah. Savi, erzähl du mal. Yeah. Oh, ey, Jacek, er ist der King immer noch. Ich weiß nicht, wer ich bin immer noch. Ich bin ein Kind vom Block. Guck mal, und ich sing auch. Yo, Mann, ich hab keinen Job, ich bin Rapper. MCs, doch ich mach's besser. Ich komm aus 030245 Friedrichshain. Ich war ein Kind, ja, ich war sehr klein, doch bald bin ich groß, vielleicht 2 Meter. Meine Mutter sagt, ich wachs nicht mehr. Ich sag ihr, Mama, pass auf, die Goldene kommt. Die Goldene Kieferleiste. Dritte Zähne, oh, ihr wisst, wovon ich rede. Krieg Migräne, yeah, frische Mähne, yeah. Ich komm aus der 22453. Großpostel ab Nord, ja, du weißt, das ist direkt am Flughafen. Ich kann dazu nur sagen, das ist eine langweilige Gegend, da geht fast gar nichts. Aber egal, ich brauchte früher einen Arschtritt, um in die Schule zu kommen. Ich war ein hängeriges Kind, doch ich war schlau, ganz bestimmt. Ich hab die 1 nach Hause geholt, yeah. Ich hatte Schnitzel auf meinem Pausenbrot. Darum bin ich jetzt so stabil. Hab Großpostel, Hamburg-Nord, immer noch real. Ey, yo, yo. Ja, er ist stabil wegen Schnitzel. Und stabil, wie er spittet. Yeah. Ich sage bitte, bitte. Yeah. Deine Mutter kommt aus dem Osten, mein Vater auch. Ganz tief im Marzahn aus dem Block drin. Ich könnte kotzen, wenn ich da unterwegs bin. Nur Nazis, was ich sehe. Meine Mutter kommt aus Kuba, sie hat es gut da. Kam dann her, Fidel Castro, Schufa. Okay. Keine Ahnung, dann war er weg vom Fenster. Und ich bin hier und noch immer kein Gangster. Aber wurde groß im kommunistischen Haushalt. Fick aufs Kapital, aber ich brauch's halt. Ich mache Rap und ich brauche eine goldene Kette. Wenn ich bloß schon eine hätte, dann würden mich die Leute auch ernst nehmen. Scheiß drauf, guck mal Mann, wie ich den Vers dreh. Mir zuzugucken beim Spitten ist wie Fernsehen. Okay, ich glaub, ich muss noch mehr. Jetzt ist hier, Savi ist da.
Digga, sag mal, Safi, hast du eigentlich Geschwister? Oh. Ich hab meinen kleinen Bruder, er ist 18. Schön. Und er macht den ganzen Tag nichts als Schwachsinn. Oh. Er hat jetzt auch mit Rappen angefangen. Cool. Ich wusste, dass das machen wird von Anfang an. Yeah. Er war mein allererster Fan. Und jetzt macht er es, mein Man. Ah. Ja, er ist mehr als Fan. Ich hab ne kleine Schwester, also ich mein, klein war sie gestern. Jetzt ist sie bald schon 22, ich denke mal noch, sie ist 16. Dicker, ich kann's nicht fassen, scheiß drauf, was die schon so macht. Die kifft und geht tanzen, verdammt, auf den Tag bewegt sie die Hüften. Und wenn paar Typen gucken, denke ich, ich müsste hucken. Doch sie klärt es selber, sie ist erwachsen. Ja, sie ist eine starke Frau, sie schmeißt den Haushalt mit meiner Mama, Dicker, und geht geradeaus ihren Weg, auch wenn es mal Probleme gibt. Aber sie ist schon lang kein Kind, sie ist cool. Sie heißt Hedi. Ja, ich versteh sie. Wow, mein Bauch ist haarig wie vom Yeti. Doch den sieht sie nie, weil sie ist meine Schwester. Yeah, mein Bauch ist nackt, guck. Gib dir einen Tritt, du hast einen Abdruck. Ich bin jede Nacht so, aber letztes halbes Jahr nicht, denn ich war abstinent. Yo, ich weiß, dass du die Passe kennst. Die Flavor Gang, aber die gibt's nicht mehr. Sie ist leider tot. Ey yo, Geschichte hin oder her. Ich hab sehr viele Interessen. Frag mich nicht zu genau, da tust du mich stressen. Oh, warte den Beat-Switch ab, dann erzähl ich weiter. Es ist ein Break. Es ist ein Break. Ein Break bei Dance and Freestyle Show. Oh. Yeah, 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 bisschen Acid Bass. Au. Jacek, oder Jace, was ist dir lieber? Jacek. Jacek. Jacek, okay. Ja. Und ja, wenn deine Schwester 18 ist, oh krass, liegen 24 Jahre dazwischen, wenn ich richtig gerechnet habe. Bruder. Schwester war er. Also Bruder, stimmt. Ja, okay. Apropos Bruder, mein Bruder ist dafür verantwortlich, dass du gerade hier bist. Er sitzt übrigens da. Ach was. Wow. Ja, Fans. Shoutout. Original Fans. Genau, wir haben viel, viel eure Mucke gepumpt. Richtig geil. Durch diese Show lernen wir so viele nice Rapper kennen. Und eine Line ist hängen geblieben. Und zwar, ich habe 11 verpasst. Calls aus Senegal. Ja. Und dann, ich war mal broke. Da war Rewe noch Minimarkt. Minimal. Ach, minimal. Ja. Okay, ich habe mich immer gefragt, was ein Minimarkt ist. Das ist ein Supermarkt. Also alles, was in Hamburg jetzt Rewe ist, hieß früher Minimarkt. Ah, okay. Aber das ist so verdammt lange her. Wow, okay. Das war, als ich noch broke war. Wieso warst du broke? Wieso warst du broke? Digga. Digga, normal. Mama aus dem Osten. Papa viel zu jung. Wir hatten kein Geld und so. Und dann Minijobs, so habe ich gehört jetzt. Minijobs ohne Ende. Ich habe es gestackt, was dabei rumgekommen ist. Und auf einmal bin ich nicht mehr broke. Was hast du so gemacht an Minijobs? Alles, schlimme Sachen. Zum Beispiel? McDonald's. Aha. Ich spreche jetzt darüber, ich habe mich noch nie darüber geäußert, aber Outing, Alter. Eine Zeit lang bei McDonald's gearbeitet. Das war schlimm. Und mein erster Job war bei einem Lampengeschäft. Müsst ihr euch vorstellen, großer Laden. Überall Lampen, überall stehen Lampen, hängen Lampen, sind Lampen angeschraubt. Und mein Job war es da, Glühbirnen zu wechseln. Mhm. Für 5 Euro die Stunde. Alter! Ja, das war aber da, warte mal, so alt bist du noch gar, also im Real Life. Das heißt, ist schon länger da her. Da müsstest du schon Mindestlohn gegeben haben, oder nicht? Ja, aber ich war, das war so, war nichts Offizielles. Okay. Das ging unterhand. Das waren Bekannte von meinen Eltern. Du hast unter anderem auch an hinter einer Wursttheke mal gearbeitet. Oh ja. Und da habe ich eine Frage. Bei uns im Süden gab es immer, das hieß, also so als Kind hat man immer Wursthand bekommen. Oder das hieß immer so, hat man so eine Scheibe Leona über den Tresen gereicht bekommen. Und da wollte ich fragen, ob es das bei dir auch gab und wie das hieß. Ich habe es nicht gemacht. Ich war zu geizig. Also eigentlich hätten wir das Arbeiter machen sollen, aber wenn ich diese Kinder gesehen habe, dachte ich mir, sie haben diese Wurst jetzt einfach nicht verdient. Okay. Also. So eine schöne Bärchenwurst auf die Hand. Na, also eigentlich immer so ein Wiener Würstchen. Ah, okay. Oh, das aber. Aber das bei aber Kaufland waren die auch schon so verschrumpelt teilweise, dass, ja, will man auch niemandem in die Hand drücken. Aber wieso heißt es nicht Handwurst, sondern Wursthand? Was es hat sich bei mir so eingeplant, dieses Wursthand, dass ich. Weil man danach eine Wursthand hat, halt, ja, wenn wahrscheinlich man die in der Hand hat. Auf dem ersten Festival, wo ich war, wo es dann Handbrot gab, dachte ich, das ist falsch, es musste Brothand heißen. Brothand. So. Der Dude ist tot, Mann, das ist eine Brothand. Wollen wir einen Track über Minijobs machen? Du hast da ja auch so irgendwie nach der Schule direkt irgendwie Dinge gemacht. Also, ja, auch ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Es war eine Zeit, wo ich noch viel gekifft habe und ich habe letztens festgestellt, dass ich übertrieben viel dadurch vergessen habe, so aus meiner Jugend, was sehr schockierend war, festzustellen. Aber ja, Minijobs sind mir auch bekannt. Ich habe halt mein Abi abgebrochen und dann bin ich durch einen glücklichen Zufall in so eine Ausbildung reingerutscht, die mir zwar gefallen hat, aber wo ich jetzt auch irgendwie das nicht so mit Sternchen, sage ich mal,
für mich besiegeln konnte. Und ich habe parallel Klos geputzt, tatsächlich. Ja, top. Ich finde, das bietet total Kapital für einen Track. Oh ja, auf jeden. Unbedingt. Ich versuche nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Wollen wir so ein Trap-Beat spielen oder so ein Tempo? Hätte ich Bock. Shoutout an Roman. Shoutout an Funky Umhang an dieser Stelle. Ja. Schaut euch die Folge unbedingt an mit Sally und Funky Umhang. Ja, wir müssen echt die ganzen Insider irgendwann mal aufschreiben, dass die Leute irgendwie durchsehen. Oh, diese 808. Yo. Soll ich ein bisschen übers Kloputzen reden erstmal? 14 Jahre alt, mit einem 1-2 Gehalt, aber danach kam 450 rein, weil ich hab Scheiße geschrubbt, doch ich hab sie nicht gefressen, wie die ganzen Rapper. Scheiß drauf, Klos putzen kann ich im Längen besser. Und wenn ich darüber rede, wird's ekelig, aber scheiß drauf, ich rede nicht, denn ihr versteht es nicht. Mann, ihr kommt aus Eigenheim mit Riesterförderung, Garten, weißer Mercedes in der Einfahrt, verdammt Mann, Mann, gib mir ein Beat und einen Grund und ich red mir was von der Seele, vom Klos putzen oder vom Rappen. Guck mal, Mann, sie verstehen das nicht. Ich hab's gesehen, ein Loch, ein bisschen Wasser, weißes Porzellan, boah. Scheiße, wenn ich dran denke, wird mir schlecht. Der hat's gestunken, Piss, Flecke auf der Brille. Lampen laden, mein allererster Job. Glühbirnen wechseln den ganzen Tag, Mann, das war Jörg. Hab 5 Euro bekommen die Stunde. Lauf durch den Laden, drehe noch ne Runde. Digga, überall sind Lampen an und es war heiß. Ich hab geschwitzt, Digga, du weißt. Und es war hell, es war nicht nice. Mein Vater hatte auch gearbeitet. Ich hab den Kippen gezockt und hab sie Rauch eingeatmet, ganz schnell. Das war mein erster Job, mein zweiter Job war Mackes, wie ich gerade schon meinte, ich hatte Schulden, weil ich ein Auto beschädigt hab. 2000 Euro, Digga. Er reimt nicht mehr, er trinkt lieber Bier. Auch er hat's gesehen, Scheine 10, hinter der Tresen stehen. Wow, Mann, Dicker, wenn ich erzählen will, fühle ich mich ein bisschen eklig, weil ich mein, guck mal, du hast ein Auto beschädigt, 2000 Euro Schulden. Ich kenn das auch nur, weil ich wollte Finanzamt nicht dulden. Ich hatte keinen Plan, hab mich selbstständig gemacht mit 18 Jahren und wusste nicht, was Steuerberater waren. Scheiß mal auf das hier. Dann kam 3000 Minus rein. Sparkasse sagt, fick dich, sie klauen das Konto. Mein Gott, was soll ich machen? Ich hab kein Konto mehr. Ich geh arbeiten, aber das Geld kommt nicht an. Verdammt, Mann, ich frag, wo kommt's dann her? Mein zweiter Minijob, wenn man's so nennen kann, war an der Ecke dran. Ich sah Touristen an. Und wenn der Blitz sich traf, dann hab ich gesagt, willst du ein bisschen Gras? Für 20 hab ich was da, Let's go, let's go. Mein nächster Job nach Meckes war nachts an der Esso. Ich hatte Nachtschicht in der Tanke. Von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens, Digga, danke. Okay, okay, ich musste immer nachts die Brötchen backen und Croissants. Wach bleiben bis 6 Uhr, nein, keine Chance. Und da kam Alkis an, Trophys an. Für einen einzigen Twix musste ich 5-mal durch den Laden laufen und dann kauften die dann nix dazu. Ey, yo, ich wollte nur meine Ruhe. Komme todesmüde nach Hause, Digga, ich brauch ne Kur. Ich hasste diesen Job und mein Chef, das war ein echter Wichser. Er hieß Erahnt und er machte mir nix klar. Er hat mir nix gegönnt, er hat seine Frau wie Scheiße behandelt. Ich dachte mir, Bro, wie kannst du deine Frau so behandeln? Eigentlich wollte ich handeln, aber ich war angewiesen auf mein Gehalt, wenn ich dran denk. Schon wieder aufstehen um 7. Ich kann das nicht mehr machen, Digga, Kaufler tut mich gar nicht mal lieb. War an der Theke, Mortadella, Salami, Serrano Schinken, Pastrami, Giramont. Ich hab auch Käse gemacht, aber keine Bonbons. Digga, es gab Weichkäse, Hartkäse, egal welchen du magst, Käse. Ich hab die Scheiben abgeschnitten und meine Hände haben gestunken, als hätte ich sie angeschissen. Das war ein anderer Gestank und ich hab das alles nur gemacht für Para in der Bank, Ich musste sogar eine rote Mütze tragen und ein dummes Halstuch. Ohne mich zu fragen, haben sie es mir aufgetragen.
Digga, der Scheißgeruch an dieser Theke schlug mir immer auf den Magen. Aber ich hab mich daneben benommen, ich hab gesnackt, hab paar Scheiben weggenommen und nahm einen kleinen Snack. War kurz weg, hinten anderer Raum, bis Kunden kamen. Sie haben geklingelt, ich war da, Digga, die Wurst ist dran. Shit. Aber ich meine nicht dich, sorry. Alles gut, selbst wenn du mich meinst. Ich mein, ich bin wie Fischfleisch. Aber was Sache ist, gerade fühlt sich das wie ein Battle an. Wer ein bisschen harter hustelt, ich mein, ey, du hast Scheiße gesehen, Bruder. McDonald's, Kaufland, verdammt, ich weiß, wer gar nicht drauf gekommen. Und deswegen größten Respekt dafür. Ich will nichts mehr sagen, weil ich hab ein paar Kids Skater-Tricks beigebracht vor 17 Jahren. Das war der erste Minijob, doch ich hör jetzt auf, weil da kommt nichts mehr. Das war's, jetzt bin ich Rapper, yeah, toll. Und was da noch passiert, das werden wir sehen. Vielleicht gibt's ein bisschen mehr Geld als beim Minijob. Yeah. Hoffentlich. Yeah. Yeah. Hoffentlich. Geiles Ende. Ja, Spittersport hier, ey. Ja, auf jeden Fall. Spittersport. Ich finde das übelst erfrischend, dass wir so Rapper der New School, wenn man das so sagen darf, da haben, die trotzdem noch so eine Affinität für Freestyle haben und da unterwegs sind. Das bockt auf jeden Fall. Wie fühlst du dich mit 42 da so? Also in diesen jungen Kreisen hier? Digga, ich habe andere Zeiten erlebt, ne? Ja, ja. Schon alle Jams gesehen. Nee, Spaß. Aus dem Osten Wende auch miterlebt, Alter. Krank. Ich werde oft gezwungen, wenn ich Session mache mit den Jungs von SBM. Grüße an SBM. Schoolboy ist ganz schlimm. Also er ist auch Producer, macht auch wieder Beats. Ja, Mann. Und wenn ich mit den Jungs im Studio bin, Digga, ist der Schlimmste. Er fängt immer an zu freestylen auf einmal, so aus dem Nichts. Und das geht dann so 5 Minuten und alle lachen sich weg. Also er ist meine größte Freestyle-Inspiration. Nur durch ihn diese Gefallen daran gefunden, sag ich mal. Ihr habt beide so eure Rap-Crew. Ich glaube, Savi, bei dir ist 245. Genau, ja. Grüße an die Jungs. Die hocken gerade in Berlin und arbeiten. Kein Minijob mehr, aber arbeiten. Ja, voll. Bei uns ist es auch irgendwie, hat sich das einfach geformt. So, es sind eigentlich meine längsten Freunde. So. Also Pablo zum Beispiel kenne ich seit der Vorschule, so seitdem wir 5 sind, quasi zusammen laufen gelernt. Ja, das ist bei uns so ein bisschen die Crew. Gerade passieren viele Sachen und man guckt, wo sich das hinbewegt, weil wie gesagt, Arbeit nebenbei und irgendwie wird das alles so ein bisschen realer und man, also die Zeiten sind vorbei, wo man sich mit 18 gesagt hat, wir werden für immer einfach nur Mucke machen und kiffen und man muss ein bisschen gucken, wo man bleibt. Aber ja, das ist die Jungs und meine Familie auf jeden Fall. Du rappst unter anderem darüber und du sagst es auch in Interviews, dass du zum Beispiel halt Gangshit, halt meinen Kreis klein, so, dass du bist so jemand, der das sehr beisammenhalten möchte oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin generell einfach ein sehr harmoniebedürftiger Mensch so und mir fällt es schwer, wenn ich irgendwie so bei Menschen, die ich nicht kenne, keine harmonische Basis finde, so da irgendwie Anschluss zu finden. Und ich glaube einfach, diese Komponente, dass ich halt wirklich die Jungs seit 20 Jahren teilweise kenne, gibt es da auch irgendwie gar nicht so den, ja, die Suche nach neuen Leuten, weil das so eingeschweißtes Team ist, irgendwie, dass da, ja, da ist einfach, das ist wirklich Familie. So. Ich musste gerade den Namen von der Gruppe ablesen, weil Jacek, bei dir ist es 453. Nee, das ist nur die Postleitzahl von dem Viertel, wo ich weil wir sind da vorhin drüber gestolpert und dachten, ihr hättet beide so eine Rap-Crew, die aus 3 Zahlen besteht. Okay, alles klar, dann wird das geklärt. Mein Verband hieß Flavor Gang oder heißt Flavor Gang. Ah ja, alles klar. Ein großer Teil davon ist im Moment inaktiv. Ja, darum. Gerade nicht so auf dieser Basis unterwegs. Aber mit SBM bin ich halt viel, das sind die Videos. Worauf ich so ein bisschen raus wollte, ist, weil du auch meinst, Savi, dass du den Kreis klein hältst und Jacek, du hast einen Track geschrieben, Bitte hört auf, wo es so um Social Media Kritik geht. Genau, und Savi, bei dir hatte ich so rausgehört, dass du den Kreis auch klein hältst, weil da gewisse Enttäuschungen auch im Umfeld geschehen sind. Da erzählst du mal in einem Interview drüber. Ja, voll. Also ich glaube, das sind Sachen, die natürlich irgendwie jeder kennt und so mit dem Älterwerden führen manche Wege, die lange zusammengegangen sind, irgendwie auch wieder auseinander. Aber ich hatte wirklich so ein paar Sachen, wo ich mich einerseits selber distanzieren musste, weil irgendwie zum Beispiel Drogen eine große Rolle gespielt haben bei diesen Personen und ich gemerkt habe, dass das auch mich beeinflusst. Ein anderes Beispiel ist der typische 31er, so, der ist auch vorgekommen. Und ja, aber ich muss wirklich sagen, das ist auch schon so lange her, dass ich eigentlich
das gar nicht mehr erwähnenswert ist, so weil. Was ist 31er? Ich muss. Das ist, wenn du bei der Polizei redest. Ah, okay. Ah. Snitch. Genau. Snitchen. So. Das ist auf jeden Fall nicht schön, wenn das aus den eigenen Reihen passiert. Mhm. Okay. Generell seid ihr dann als Rapper auch immer wieder mit, natürlich mit vielen positiven Kommentaren, ob jetzt auf Social Media oder auch im Real Life konfrontiert, aber auch mit vielen negativen. Und wir dachten, vielleicht könnten wir irgendwie. Jacek, weil du da auch einen Track rüber geschrieben hast, ja. Wo ich auch nicht weiß, da gibt es auch so eine Situation in dem Track, wo ich kurz schmunzeln musste. Was denn? Das war, da hörst du plötzlich so auf und das ist eigentlich übelst die skurrile und witzige Situation. Ach so, und mit dieser Beatbox-Sequenz. Ganz genau. Und ich war mir Schlager. Ja. Drüber. Und ich war mir in dem Moment gar nicht mehr so sicher, inwieweit dich das wirklich tangiert oder ob du halt einen Track rüber machen wolltest, aber dir das eigentlich am Arsch vorbeigeht. So. Nee, tatsächlich gab es eine Situation, wo mir jemand bei Soundcloud, also eigentlich der unnötigste Spot, um irgendwie da sein Feedback herzubekommen. Aber irgendjemand hat mir geschrieben bei Soundcloud so eine Nachricht, war hör auf Musik zu machen. Und dann in dem Moment hat mich das so abgefuckt, dass ich den Song halt geschrieben habe in, ja, weiß ich nicht, in einer halben Stunde oder so. Ja, weil ich es einfach witzig fand auch. Also ich bin jemand, der sich auch immer die YouTube-Kommentare anguckt oder so, einfach weil ich es lustig finde, was die Leute teilweise schreiben. Mhm. Auch wenn sie einen beleidigen oder so, weiß ich kann darüber gut lachen. Mhm. Ich finde das funny, darum gucke ich mir das an. Ja, und die Idee hinter dem Song war, also viele von den Kommentaren, die ich in dem Song halt sage, sind Zitate von wirklichen YouTube-Kommentaren unter Videos von mir. Ja, das war so die Idee, dass ich halt die Kommentare von da nehmen und einen Song daraus machen, so mäßig. Das ist cool, sehr geil. Ja. Apropos, mir kommt da gerade eine Idee, wenn ihr, liebe Dansen-Follower, Bock habt, mal ein paar Kommentare zu tippen, die dann wiederum zu Songs werden sollen, macht es mal jetzt, weil eigentlich ist es eine coole Idee für folgende Folgen, dass wir dann einfach irgendwelche random Themen in den Tracks mit euch zusammen verarbeiten. Aber nur Hate-Kommentare. Ja, nur Hate-Kommentare, bitte. Das ist schon gruselig. Lasst euren Hass raus. Das ist schon gruselig, wie, das wird sich live, die wenigsten würden sich das live trauen, zu euch hinzugehen und sagen, Digga, war echt wack, wie du gerappt hast. Ja. So, macht mal, was soll denn auch der Scheiß, aber im Internet glauben, alles rausballern zu können. Mhm. Ja, sollen sie machen. Ja. Also ein Track, deeper Track über Social Media, Lovers and Haters. Ich suche jeden einzelnen Hater. Ich suche jeden einzelnen. Ich suche euch heim. Ich komme euch im Schlaf holen. Yes, sir. Ja. Ja. Yeah. Bist du Lover oder Hater? Ich erzähle Geschichten, pack sie ins Internet. Leute hören Tracks und sagen, sie finden's fett. Yeah. Das ging dann 3 Jahre so. Irgendwann gab's ein bisschen Aufmerksamkeit und die Stimmung wurde argwöhnisch. Ich lese einen Kommentar, da sagt jemand, du sollst aufhören. Und ich denk mir, scheiße, Mann, vielleicht hat dieser Bastard recht, Mann. Es ist nicht leicht in diesem Geschäft. Nein, ist nicht leicht mit all diesen Tracks. Nein, ist auch nicht wirklich immer fett. Ich mein, manchmal sitz ich da und denk mir echt, was mach ich eigentlich? Dicker, seit 3 Jahren sitz ich hier nur rum in dem Studio und rauch Joints. Ja, ich krieg nichts geschissen, außer vielleicht ein bisschen Freestyle und spitten, was soll's. Ich mach mein Ding, ja, yeah. Doch es trifft mich, wenn Leute es nicht fühlen. Ich mach Muckes fürs Herz, ja, yeah. Und es trifft mich, denn es kommt aus mit drin, Dicker. Manchmal ist schwer. Ja, es trifft mich, ja. Ja, es trifft mich so sehr. Aua. Manchmal ist es schwer, ja. Manchmal blutet mein Herz, ja. Triffst direkt in mein Herz mit jedem Satz, den du sagst. Ich lese das und denk mir, Digga, ich bring mich um auf der Stelle. Wie kannst du nur dir das rausnehmen? Du zerstörst mein Leben gerade. Ey, yeah. Oh, ich hab schon gesagt, Hater haben recht. Sie sagen nicht mehr schlecht, vielleicht haben sie recht. Ja, mach es bis ich brech. Ich kann das nicht mehr lesen, ich kann mir das alles nicht mehr weiter antun. Ich lese meine Kommentare nur noch mit Handschuhen, weil ich sonst schlechte Haut krieg. Warum die das schreiben, das weiß ich auch nicht. Ich hab mich doch extra geduscht, ich hab mir doch extra was Schönes angezogen. Warum sagen die jetzt, dass ich wack aussehe? ABC, hab ich verlernt. Warum magst du mich nicht gern? Und du sagst, du Wichser sollst aufhören, Mann, Dicker, du bist wack, Mann, du kannst nicht rappen, du wirst es niemals schaffen. Du bist ein Keck, du bist ein Hurensohn, Dicker, Mann, du bist zugezogen, halt die Fresse.
ich bin Berliner. Er ist Berliner, ich bin ein Hamburger. Hamburger. Ah, hier ist ein City-Moment. Au! Okay. Ah. Digga, aber es gibt nicht nur die. Es gibt nicht nur die Helden. Ja, ja, ja. Ach so. Damn. Ich wollte jetzt nochmal für die Lover was sagen. Oh, scheiße, dann machen wir den noch. Da müssen wir jetzt cheesy werden. Oh, bitte. Let's go. Gib mir all the cheese. Danke für deine Liebe, Bro. Du baust mich auf, huh. Und immer wenn ich meinen Kopf unten im Sand hab, schreibst du mir und holst mich da raus. Oh, ihr gebt mir Kraft, jetzt steh ich wieder im Saft. Ich hab es fast geschafft. Du schreibst, Digga, ich feier, was du machst. Und das schon seit 2000 schießt mich tot. Ich denk mir krass, dass du schon so lange dabei bist, ey. Und ich find's ziemlich groß, dass du mir das schreibst und Mut hast, mir Props zu geben dafür. Ey, find ich echt gut. Daumen hoch. Denn es ging los auf dem Pausenhof. Und jetzt sind wir hier. Mitten in Dresden. Eure Liebe kann ich manchmal nicht verstehen, denn ich denk mir, wer bin ich, dass ihr das hier alles seht, dass ihr mir zuhört mit allem, was ich rede. Ich mein, manchmal weiß ich wirklich nicht mehr, wer ich bin. Dann lese ich einen Kommentar und jemand schreibt, ich bin King. Ich denk mir, danke, Dicker, du kennst mich nicht, doch irgendwas ist in den Tracks, was dir gibt, gerade die Hände gibt. Auch wenn es noch nicht zu Ende ist, bin ich gespannt, was da noch kommt. Und Leute hängen an meinen Lippen, ich denk mir, verdammt, wie ist es dazu nun gekommen? Scheiß drauf, Dicker, Mann, wir kamen groß raus aus Beton. Keine Perspektive, ganz dichter Nebel, kein bisschen Liebe. Und ihr fühlt, was ich fühle. Danke dafür, Dicker, wir sind ein Team hier. Stell dir vor, du spielst eine Show und siehst die Leute mitrappen. Das ist ein krankes Feeling. Ey yo, ich bin naturverbunden, so als wäre ich Andreas Kieling. Ey yo, ich feier das sehr. Leute, gebt mir davon noch mehr. Ich bin ein bisschen süchtig nach Props. Und trotzdem fick ich Ops. Und ich fick auf die Cops. Dresden City, ich hab grad gerotzt. Keine Nase, sondern auf dem Boden. Du sagst, du bist ein König, Digga, das war auch gelogen. Und ich sehne mich nach ein klein bisschen Liebe. Ein bisschen Liebe. Und ich sehne mich nach ein klein bisschen Liebe. Ein bisschen Liebe. Für mich. Ein klein bisschen Liebe. Auch für dich. Kein Groupie-Shit. Dancing Band. Dancing Freestyle Show. Es ist Liebe in diesem Raum. Geil. Stark. Eigentlich müssen wir den Haters-Track direkt rauskürzen und nur den Lovers, die haben es gar nicht verdient. Habt ihr Bock auf ein kleines Battle zufällig? Battle? Ja. Oh nein, oh, nee, ich habe so irgendwie nichts Böses gegen den Mann zu sagen. Nee. Ist so. Ich frag nur, weil. Verdammter Hetzer. Selbst vorschlagen ist immer. Ja, wollt ihr jetzt Zwietracht sehen? Nee, wir können das ganz im Gegenteil was ganz Emotionales machen. Oh, ja. Und zwar haben wir rausgefunden, dass du mit Vis-a-vis zusammen bist, mit der legendären Hip-Hop-Reporterin. Ja. Müssen wir richtig lang recherchieren für. Ja, Verheiratet sogar, ne? Sogar verheiratet, ja. Crazy. Habt ihr Bock, so über die Liebe eures Lebens einen Track zu machen? Jeder ein Part, muss nicht lang sein, aber hättet ihr da Lust drauf? Man muss dazu sagen, dass wir Jacek jetzt in eine richtig unangenehme Situation bringen, weil ich glaube, deine Freundin ist gerade reingekommen, oder? Ja, sie sitzt hier. Shoutout. Live und direkt. Ja, wehe, der Text geht jetzt über jemand anderen. Ich hüte mich. Ja, let's do this. Den. Oh, der ist geil. Können wir den nehmen? Nee. Okay, geht los jetzt. Yeah.
Ja, es war ein komisches Gefühl. Irgendwann im Mai, vor 2 Jahren, Dicker, ich schwör. Ja, ich wusste gar nicht, was ich spüre. Saß im Studio mit den Jungs und dann kam eine DM und ich dachte, wow, ich bin bei ihr da im Radio. Das erste Mal Radio Fritz, ich sitz da und ich lach mich tot. Denn ich wusste nicht, was geht, war übertrieben aufgeregt. Okay, ich steh da und sag irgendwas über Giraffen, weil Slotty mich gefragt hat, was mein Lieblingstier ist. Ich dachte erst Affen, aber dann hab ich mich für Giraffen entschieden. Okay, run it back, und wir haben geredet, ungefähr 1 Stunde. Wir haben uns in die Augen gesehen, aber wussten nicht, was kommt, ja. Und danach standen wir draußen und sie fragt mich, wie alt ich bin. Und ich sage, ich war 22, also ein kleines Kind. Sie dachte, fuck, das klappt niemals, schreib mir wieder. Und dann komm ich auf IG, dann seh ich diese Nachricht und sie redet über Giraffen. Damit hatte sie mich direkt, Digga, sie hat mich einfach abgeklatscht und mitgenommen und mitgerissen. Heute jetzt hab ich einen Ring an meinem Finger, geht mir wirklich nicht beschissen damit, Digga, scheiß mal auf diese Sprichwörter, die alle kicken. Von wegen, Ehe ist wie Haft, nein, niemals, Digga. Ich hab keinen Haftschaden, ich bin krank vor Liebe, Digga, da. Das kann ich sagen, denn ist so, scheiß drauf, Mann, ich fick auf alles, was sie reden. Liebe ist groß, das wisst ihr auch. Glaubt daran, findet eure Liebe, eure Frau, euren Mann, euren was auch immer, Digga. Liebe kann alles, Liebe liebt jeden. Liebe ist für alle da, das müsst ihr verstehen, ja. Ich bin groß verliebt immer noch und es geht ja schon ein paar Jahre. Vielleicht werden wir auch irgendwann ein paar Kinder haben, könnte sein. Und wenn nicht, dann ist es auch okay, weil ich weiß, dass immer wenn ich nach Hause gehe, da jemand ist, der für mich da ist. Und das ist Liebe, danke für die krassen Gefühle, wow. Wenn du das siehst, ich liebe dich, das weißt du auch, aber ich muss es nochmal sagen, aus Prinzip. Mein erstes Date war im Autoscooter. Sie hat gekotzt, ich weiß nicht, ob das so cool war. Wir haben uns trotzdem wieder gesehen, aber ging irgendwann kaputt auf dem. Mein Herz war gecrushed. Ich konnte lange nicht so Mädchen reden. Aber irgendwann hat sich das von allein ergeben. Und ich hab gemerkt, ich bin doch nicht so ein Freak, wie ich dachte. Ey, ey yo, egal was ich mache. Yeah. Beat switch. Muss aufpassen, was ich sag, weil meine Frau da sitzt. Ich schwör, sie hat mich verhext mit ihren Zaubertricks. Ich will nicht sagen, doch wir kennen uns aus dem Internet. Das erste Date war wild und ja, es war sehr frech. Wir haben Agro-Ansage Nummer 8 gehört. Sie hat mir Bolognese gekocht, das hat mich angetört. Und seitdem sind wir so happy, wir reden über Kinder. Sie will mich heiraten, sie sagt wann, ich sag immer. Oh, doch das ist kein Problem. Ja, es kann immer weitergehen. Ja, wir haben ein bisschen Zeit im Leben, also lass uns über Reime reden. Ich fand's mega geil. Ich fand's auch richtig geil. Was mich übelst krass interessieren wird, ihr wart jetzt auch, also ihr seid jetzt vielleicht noch nicht 10 Jahre on stage, aber jetzt ja doch auch schon ein paar Jahre und habt ein bisschen Bühnenerfahrung sammeln können, vielleicht auch Festivalerfahrung. Was mich immer sehr interessiert bei unseren Gästen ist, was war euer peinlichster Moment? Ich weiß nicht, ob ihr den ad hoc parat habt, aber fällt euch irgendwas ein spontan? Ich habe mal Support bei Haiti gespielt. Halt, stopp! Ich will jetzt gerne einen Freestyle hören. Ach so, kriegen wir Freestyle, das okay. Also, oder ja, ist es... Ja. Bestimmt. Hast du auch? Go. Geil, ja, geil, also geil. Ich glaube, meiner ist nicht so peinlich, aber es war ein bisschen, Simi? Also es war sehr wack. Simi, du? Simi, was war dein peinlichster Moment? Schule, Alter. Simi, nee, ja, sonst sitzt man hier da, also sonst sitze ich halt hier so da und was soll ich denn Mach machen? Mach du doch mal was. Geil, Simi, geil. Yeah. Haiti war auf Tour, sie hat mich als Support ausgesucht. Das Peinliche war, ich bin auf der Bühne ausgerutscht. Sie haben da rumgesplasht mit Wasser und Sekt. Ich bin auf die Bühne einfach draufgesteppt und dann, weil der Boden so nass war, bin ich einfach auf die Fresse gefallen wie ein Bastard. Und alle Leute haben's gesehen und gelacht. Und danach war ich einfach nur noch redig abgefuckt. Es war cringe. Es war ein schlimmer Moment, aber ich bin drüber weggekommen. Einfach so, ich bin Jacek, das Lexikon. Mein Swag hast du mir schon lange weggenommen. Aber ich behalte ihn, ich hole mir zurück. Ey yo, ich spiel das Spiel und habe Glück meistens, yeah. Ey yo, ey yo, ey yo. Savi, sag du. Ja, ich erinnere mich zurück.
Damals hatte ich wirklich nicht viel Glück. Ich war mit BHZ auf Tour mit den Brüdern. Danke dafür, München, 1500 Leute, was für ein Gefühl, Und ich geh rauf da mit meinem Bruder Pablo. Wir machen alles so wie immer. Dachten schon nach der Show, saufen wir krass und alles wird toll. Plötzlich kam ein Track und ich wusste nicht, was das soll. Ja, er guckt mich an, ich guck ihn an. Wir schlucken kurz, Dicker, fuck man. Wann kommt die Hook? Wir wissen nicht, wir joken so wie ich gerade. Oh shit, Mann, das war shit gerade. Und ich rap den Part und irgendwas fühlt sich anders an als sonst. Wir gucken uns an und sagen, fuck, ey. Das war ein anderer Text auf anderem Beat. Diesen Tracks gibt's gar nicht, aber egal, lass es passieren. Wir haben weitergemacht, alle haben geschrien, alle haben geklatscht, alle sind gesprungen. Und wir wussten nur, scheiße, wenn wir das jetzt verkacken, Dicker. Wenn wir das jetzt verkacken, Dicker. Frage, wann kommt die Hook? Ja, und wir gucken uns an und sagen, fuck, Bruder, wann kommt die Hook? Ich sag, wann kommt die Hook? Ich schwör, das ist das Schlimmste, Straßenfest. Sie sitzen weit weg mit Bier wie Schlümpfe. Und sie gucken nicht mal, sie essen einfach ihren Snack und beachten dich nicht. Das ist richtig schlimm, das mach ich nie wieder. Nur noch Festival-VIP-Spieler, ja. In meinem Sauerstoffzelt, im Schaukelstuhl, mit Zigarre, denk ich mit Zabi. An die alten Tage, an die alten Jahre. Es gab nur eine Frage, wie kommen wir nach oben? Guck mal, ja, ich sage dir, du musst einfach Geduld haben. Du musst ziehen an diesem Faden, du darfst ihn nicht loslassen. Ey, du musst eine krasse Show machen, selbst wenn diese Bastarde dich nicht angucken darf. Ich denk zurück, fuck. Und ich glaub, das war schon immer so, ja. Yeah. Und ich suche mein Glück, ja. Yeah. So als gäbe es ein Finderlohn, ja. Yeah. Yeah. Ei! Nicer Beat. Es war eine richtig geile Session mit euch. Vielen Dank. Yeah. Hat Spaß gemacht. Voll, ey. Uns auch richtig geil. Übrigens an der Gitarre Simeon Hoodlet, Samuel Maywald. Macht mal Lärm da draus. Janik Kerkhoff macht immer Lärm, genau. Sami, Jace, nice, dass ihr da wart. Danke an euch. Bei der Fußball-WM, ne, da stehen sie alle irgendwie zu 10.000 vom Bildschirm und feuern den Bildschirm an. Bei YouTube wird keiner mal klatschen. Stimmt. Allerletzte. Aber ihr hättet auf jeden Fall. Den Klatsch-Smiley in die Kommentare. Ja, wirklich. Den Klatsch-Smiley für unsere zwei Gäste vor allem, weil das war richtig Premium, was ihr uns heute geboten habt. Premium-Shit. Vielen Dank dafür. Ihr wart Premium. Macht einen Klatsch-Smiley in die Kommentarspalte für Densen. Alle. Alle. Jetzt Smiley. Eins in den Chat. Überflutet YouTube, bis die Server abkacken. Vielen Dank auch an Fritz Kohler und Rothaus. Vielen Dank für dieses nice Sponsoring, spritzig, die das möglich machen. Spritzig, lecker. Dann spielen wir noch ein Outro und dann gehen wir uns abduschen. Ich denke noch einen Plan. Ja, Impfung, Dusche und dann geht's los. Yeah. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. Yo. In Hamburg sagt man tschüss. There's a freestyle show. Yo. There's a freestyle show. San Francisco. There's a freestyle show. Yo. Chill mit Öl. Die tanzen freestyle show. Arrivederci. Wurden gut bewirtet. Es gab freie Getränke. Ich kriege noch mehr Durst, wenn ich nur daran denke. Geschenke, yeah. Oh, hey, hey. Wir hatten Pizza und richtig Spaß und geile Beats, yeah. Ja, das und das war am Start und ich bin dabei. Dicker 2, 4, 5, Mann, ich bin nicht high, aber ich bin high auf Musik und Beats und Liebe. Was hier passiert ist, Freestyle Shit, Mann, ich fahr meine Schiene. Guck mal, wie ich mich verliebe in Beats und ich mache mein Ding und ich bleibe hier drin. Dicker 2 zu der 4 zu der 5, okay. Ich bin Berliner, doch heute in Dresden bei Dancing. Dicker, lass was bewegen, okay. Ich bin schneller als der Beat, das passiert verdammt, Mann, was soll ich dir denn sagen? Ich trink ein Bier und dann noch eins und noch eins, denn das geht mir auf meinen Magen. Vielen Dank, war geil. Danke euch. Legende.